und ich rufe in den Ring. I call to the ring. Den Kämpfer aus Brasilien, the man from Brazil, Fernando Siles de Almeida. Kurzweiler muss morgen früh nämlich schon wieder. Herzlich willkommen, welcome to Hamburg, Fernando Siles de Almeida. Autoteile und arbeite morgen früh wieder. Hallo zu seinem Gegner in der roten Ecke. And I'll call to the ring the fighter in the red corner. Coming from the USA, Florida, St. Petersburg. Welcome, Leroy TMT Thomas. Leroy und TNT Thomas. Jörg Lobrich. Kommen nun zu den Punktrichtern, the judges. Jörg Hilinseer, Marco Morales und Irene Kostenko from Germany. And also from Germany, the referee, der Ringrichter ebenfalls aus Deutschland, Timo Habichhorst. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke, the boxer in the blue corner. Er ist 31 Jahre alt, 1,86 Meter groß, 98 Kilogramm schwer. 31 years old, 1,86 Meter, 98 Kilograms. Seine Kampfbilanz, 12 Kämpfe, 9 Siege und alle 9 durch. Knockout. 12 Fights, 9 Wins and all by the way of knockout. In seiner Ecke sein Trainer, his coach in the corner, Orlando Farias. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, from Paraná, Brasil, Fernando Siles de Almeida. Sein Gegner in der roten Ecke, the boxer in the red corner. Ist 35 Jahre alt, 1,84 Meter groß, 107,5 Kilogramm schwer. 35 years, 1 Meter, 89, 107,5 Kilograms. Seine Kampfbilanz, the fight stats. 28 Kämpfe, 23 Siege, 11 davon durch Knockout bei einem Unentschieden. The fight stats, 28 fights, 23 wins, 11 by the way of knockout with one draw. In seiner Ecke, Ex-Weltmeister Arthur Grigorian und Cutman, Holger Diederichs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, born in Jamaica. And now, in St. Petersburg, Florida, USA, herzlich willkommen, welcome, Leroy TMT Thomas. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds auf Boxing. Die Boxer zur Mitte, the boxers to the center. Die Boxer sind bereit, the boxers are ready. So let the fight begin. Ja, der Leroy Thomas war mein Commonwealth-Meister und ist nach wie vor bester Schwergewichtler Jamaikas. In seinem Geburtsland lebt, allerdings in Florida, in St. Petersburg. Fernando Rodrigo Simoes de Almeida in der blauen Hose hatte zuletzt eine 7-jährige Pause eingelegt, ein hartes Comeback gefeiert und zuletzt sogar mal gewonnen. Einer, der allerdings noch nie über die volle Distanz gegangen ist. 9-mal gewonnen, immer vorzeitig, 3-mal verloren, auch immer vorzeitig. Also stehen die Chancen ganz gut, dass das Ganze hier nicht über die geplanten 6 Runden gehen wird. Aber warten wir es mal ab. Auch Thomas, 5-mal verloren, 4-mal vorzeitig. Oh, ist harter Körper. Und da muss er runter. Der Fernando Rodrigo Simoes de Almeida wird angezählt von Timo Habichhorst. Nimmt sich die Zeit, um wieder nach oben zu kommen. Pustet mal tief durch und dann macht er weiter. War natürlich ja, ein wunderbarer Willkommensschlag von Thomas.
Und er versucht natürlich jetzt wieder über den Körper da an den Brasilianer ranzukommen. So, immerhin noch 1 Minute 14. Die können lang werden für Almeida. Er ist natürlich mit den Jahren hier auch ein bisschen schneller geworden. Almeida fängt sich schon wieder hier. Die Linke hat riesige Probleme mit der Rechtsauslage von Thomas. Der trifft, wie er will, und einen harten Schlag hat er. Das haben wir gesehen. Der viel zu offen, der Almeida. Alles, was auf der Innenbahn angeflogen kommt, das sitzt irgendwie. Hat sich ja von dem Körperhaken da gut erholt. Wackelt jetzt allerdings schon wieder. Nochmal ein Adler zum Kopf. Und da geht er wieder runter. So, Habikors schickt den Thomas erstmal in die neutrale Ecke, versucht er da langsam wieder nach oben zu kommen, Almeida. Das macht Habikors, schaut ihm dann nochmal in die Augen, gut. Runde ist rum, kann natürlich ein bisschen ausruhen, aber vielleicht einen Cut hat er auch schon. Runde 2, Round 2. Dieses Jahr allerdings ein Sieg über den alten Haudegen Gonzalo Omar Basile. Da hat er sogar den UBO Interconti-Titel gewonnen. United Boxing Organization, kleines Verbändchen. Hab's halt mal erwähnt. Ja, Basile hatte zuvor von 87 Kämpfen immerhin 75 gewonnen. Ist aber auch schon 46 Jahre alt, hat 2006 mal gegen Alexander Dimitrenko verloren. Jetzt geht er wieder runter und ich denke, das war's. 3-4 Mal schlägt er die Linke am Kopf ein. So, kommt immer langsamer nach oben. Jetzt überlegt er sich, mache ich weiter, bleibe ich knien. Und jetzt zieht er sich am Ringseil hoch. So, Habikors sagt, komm, eine nimmst du doch. Batsch, jetzt ist vorbei. Kommt er noch langsamer hoch. Naja, hat keinen Wert mehr. Naja. Handtuch kommt auch geflogen von Orlando Farias, seinem Trainer. Selber ebenfalls mal Profi gewesen. 50 Kämpfe, 38 Siege. Ja, war eine knackige Angelegenheit von Lenroy Thomas. Der hat ja nun schon gegen einige gute Leute. Nennen sich bereits in Runde 1 ein tiefes Cut. Irgendwie wurden ihm heute brutal die Grenzen aufgezeigt. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. The results. Winner by knockout in round number 2 after 1 minute and 3 seconds. Sieger durch K.O. in der zweiten Runde nach 1 Minute und 3 Sekunden. From St. Petersburg, Florida, Lenroy TNT Thomas. Ja, da gibt es Beifall. Anständige Leistung. Auch gut trainierter Bursche.